Landschaft beobachten. Ist es nicht wunderschön, wenn man wandern geht und dann sein Ziel erreicht hat? Kennst du das schöne Gefühl, neben dem Gipfelkreuz auf dem höchsten Punkt des Berges zu stehen und auf alles andere hinunterschauen zu können? Optimal ist es, wenn man eine ganz klare Sicht, am besten ohne Wolken hat. Dann kann man nämlich so richtig weit sehen. Von einem Gipfel oder einem anderen etwas höher gelegenen Punkt kann man super die Landschaft betrachten. Verschiedene Dinge kann man erkennen. Es gibt Landschaften, die sind zum Beispiel ganz flach und haben nur wenige oder gar keine Berge. Wie in Holland zum Beispiel, aber auch bei uns in Österreich gibt es Gebiete, in denen es flacher ist und Gebiete, da ist es ganz schön gebirgig. Die verschiedenen Formen der Landschaft nennt man allgemein auch Gelände oder Relief. Dieses Relief wird von dem Gestein, das sich darunter befindet, vorgegeben. Nun gibt es Landschaften, die sind ganz grün, voll mit Pflanzen. In anderen Landschaften gibt es aber nur Sand, wie in der Wüste, oder Schnee, wie auf Gletschern. Wie viele Pflanzen und welche es auf diesem steinigen Untergrund, dem Relief, gibt, hängt von mehreren Dingen ab. Zum Beispiel wachsen Pflanzen besser, wenn es warm ist und wenn es genug regnet. Viel Wind mögen die Pflanzen auch nicht, das kann sie zerstören. Alle Pflanzen in einem Gebiet zusammen nennt man die Vegetation. Es gibt verschiedene Arten von Vegetation. Du kennst sicher ein paar. Nadelwald, Laubwald, Mischwald, das sind zum Beispiel drei Waldarten. Aber auch eine Wiese ist eine Art von Vegetation. Oder wenn Büsche und andere Sträucher wachsen, ist das eine Art Zwischenstufe zu Wald und Wiese. Manchmal, wenn man auf einem solchen Aussichtspunkt steht, kann man ganz gut sehen, was in der Natur von selbst entstanden ist und was der Mensch verändert hat. Vielleicht hast du schon mal auf einem gegenüberliegenden Berg einen langen Wiesenstreifen mitten im Wald gesehen. Da ist wahrscheinlich im Winter eine Skipiste. Förster haben hier einen ganzen Streifen vom Wald kahlgeschlagen. Oder manchmal werden Hügel mit dem Bagger abgetragen. Oder andere Hügel werden größer gemacht. Und all die Straßen, Wege, Häuser, Almhütten, Windräder, Hochspannungsleitungen und auch die Bank, auf der du vielleicht jetzt gerade sitzt, oder das Gipfelkreuz, das neben dir ist, all das sind Dinge, die der Mensch in der Natur bewirkt hat. Von deinem Aussichtspunkt aus kannst du den Teil einer Landschaft sehen. Beschreibe und zeichne nun die vorhin genannten Eigenschaften für diese Landschaft. Nimm dazu deine Hände und mach damit einen Rahmen. Wenn man so die Hände zusammen tut, dann hat man einen Ausschnitt und so kann man dann die Landschaft zeigen. Man kann entweder so mit den Händen einen Ausschnitt einfangen oder eben mit dem Handy. So kannst du dir einen schönen Ausschnitt der Landschaft aussuchen. Nun nimm ein Blatt Papier und versuche zunächst das Relief nachzuzeichnen. Ja, das ist sehr gut. Auf das Relief zeichnest du die Vegetation ein. Da kannst du dir einfache Zeichen für die verschiedenen Pflanzen einfallen lassen. Und wenn du etwas findest, das der Mensch hier in der Natur verändert oder gebaut hat, zeichne es ein. Vielleicht ein Windrad oder eine Skipiste. Wenn du fertig bist, hast du eine gründliche Landschaftsbeobachtung gemacht. Weil es ja noch mehr Stationen gibt, wo du etwas beobachten und entdecken kannst, solltest du hier nicht länger als 10 Minuten bleiben. Also schau schnell, wie spät es ist, bevor du mit deiner Beobachtung beginnst. Und noch etwas ganz Wichtiges. Wenn du mit den Aufgaben dieser Station fertig bist, musst du, bevor du weitergehst, gleich das Video 3a Vegetation beobachten ansehen, denn du bekommst dabei eine Aufgabe für unterwegs. Viel Spaß!